Über 300 Teilnehmer, die gleichzeitig Yoga machen. Was in den Metropolen Hamburg, Berlin oder München schon seit Jahren gang und gäbe ist, gibt es mit dem Yes Yoga Festival jetzt endlich auch in Stuttgart. Ex-Fußballstar Timo Hildebrand hat die Besitzerin des Yoga-Studios, in dem er trainiert, auf die Idee gebracht. Gemeinsam wurde dann das Yes ins Leben gerufen. Wir wollen einfach Spaß haben und wir haben halt gedacht, wieso wollen wir? Wir wollten einfach was Gutes tun für Stuttgart auch. Wir sind total überrascht, ehrlich gesagt, dass es auf, also wir hatten es uns schon gedacht, deshalb haben wir auch die Idee gehabt, aber dass es so angenommen wird, ist ein Traum. Yoga, eine Lebensphilosophie, aber auch ein Sport. So eine Stunde kann zu einer richtig schweißtreibenden Angelegenheit werden. Wurde Yoga zur aktiven Zeit von Timo Hildebrand von den Fußballern noch belächelt, reiste beim WM-Sieg 2014 ein Yogalehrer mit der Nationalmannschaft nach Brasilien. Yoga-Übungen mit der Black Roll werden mittlerweile bei vielen Bundesligisten ins Training integriert. Wir haben schon ab und zu mal Yoga gemacht, aber klar, Fußballer belächeln das. Es wird eher so eine Nische noch gepackt, aber ich glaube, mittlerweile machen es immer mehr, weil einfach viele Fußballer auch wissen, dass Beweglichkeit enorm wichtig ist, um einfach auch Verletzungen vorzubeugen. Timo Hildebrand selbst hat Yoga nach seiner Hüft-OP geholfen. 2-3 Mal die Woche geht der deutsche Meister von 2007 trainieren. Nach so einer Karriere bleibt halt einfach ein bisschen was hängen im Körper und es bringt mich einfach eine gute Balance, lässt mich frei fühlen und man sieht, wie viele Leute einfach begeistert sind, wie vielen Leuten es gut tut und aus unterschiedlichen Richtungen an die Sache Yoga auch drangehen. Die Vielfalt hat es an diesem Wochenende auch den Teilnehmern angetan. Messestände, Workshops, Henna-Bemalung, veganes Essen und natürlich die zahlreichen verschiedenen Yoga-Lehrer sorgten für entspannte und zufriedene Gesichter. Also für mich ist das Besondere, dass man hier verschiedene Stile kennenlernt und man auch mal unterschiedliche Lehrer erleben kann und natürlich mit ganz lieben anderen Yogis tratschen und plaudern kann. Ich finde die Stimmung richtig gut. Also sowas gab es ja bis jetzt noch gar nicht und irgendwie die ganze Atmosphäre hier macht richtig Spaß. Das ist total schön. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so voll sein wird. Es macht richtig Spaß, hier die ganzen Vibes aufzusaugen und es ist wirklich schön, dass es sowas mal in Stuttgart gibt. Ein Teil der Einnahmen geht übrigens zugunsten der Stuttgarter Hilfsorganisation STELP. Auch sie unterstützt Timo Hildebrand. Mehr zu STELP sehen Sie übrigens am 30. Januar in unserem Kulturmagazin Puls.